Obst und Gemüse sind gesund. Das weiß heutzutage bereits jedes Kind. Doch die Erwachsenen sollten auch Kenntnis von den Genüssen haben, die unserem Körper schädlich sind. Sie darüber aufzuklären, hat sich die Gesellschaft für Gesundheitskultur in Frankfurt als Ziel gesetzt. In ihrem Auftrage hält Frau Gerda Schmidt zurzeit in Berlin Aufklärungsvorträge vor Hausfrauen, vornehmlich für die Menschen bestimmt, die aufgrund organischer Leiden Diät leben müssen. Bei Leber-, Galle-, Magen- und Darmstörungen sind Schlachtfette streng verboten. Stattdessen nehmen wir hochwertige Pflanzenfette, zum Beispiel Öle, beziehungsweise zum Streichen fürs Brot, die Streichfette. Wir werden jetzt einen Frühstücksbrei anrichten, und zwar ein Quark-Leinöl-Müsli. Sie werden das jetzt zubereiten und fangen damit bitte an. Während sonst bei den Vorträgen von Gerda Schmidt die Hausfrauen nur Zuhörer sind und die Rezepte erst zu Hause ausprobieren können, durften sie bei diesem Abendkursus in der Elsa-Brandström-Schule die Gerichte gleich an Ort und Stelle zubereiten. Ein Beispiel: zerkleinertes Obst, Quark, kandierte Leinsaat, Leinöl. Fertig ist das Müsli. Und die Überraschung? Nicht nur bekömmlich, sondern auch schmackhaft. Bei der Herz- und Kreislauf-Diät muss das Kochsalz vom Speisezettel gestrichen werden. Aber wir brauchen das Kochsalz gar nicht. Wir können Petersilie nehmen. Es gibt Schnittlauch, es gibt Kerbel und so viele andere schöne Kräuter, mit denen die Gerichte auch ungesalzen ausgezeichnet schmecken. Wir werden jetzt eine bunte Salatplatte anrichten, ohne Kochsalzzusatz. Wir werden Kräuter dazugeben. Sie werden sehen, wie das hergestellt wird. Die Hausfrauen sind eifrige und gelehrige Schülerinnen. Rote Beete, Porree, geriebene Äpfel und Sauerkraut sind hier die Zutaten. Skeptikern, die einwenden, dass Sauerkraut ja mit Salz eingestampft wird, sei gesagt, auch kochsalzfreies Sauerkraut ist im Handel erhältlich. Sieht das nicht appetitlich aus? Man muss nicht krank sein, um den Entschluss zu fassen, gesund zu leben. Vorbeugen ist besser als heilen. Und darum? Gesundkost auf den Familientisch. Mit einem vollwertigen Frühstück fangen wir an. Sie bereiten es selbst zu, nehmen dazu Joghurt, Weizenflocken, frisches Obst, Sanddorn. Das werden Sie jetzt fertig anrichten. Und wir werden uns auch um ein vollwertiges Mittagessen kümmern. Den Salat haben Sie ja gesehen. Und jetzt werden wir einen schönen Blumenkohlauflauf überbacken, den Blumenkohl in die Form geben, eine Käse-Eiermasse darüber streichen und dann das überbacken. Wichtig ist, dass die in den einzelnen Rezepten angegebenen Zutaten genau eingehalten werden, wenn das fertige Gericht nicht nur seinen gesundheitlichen Zweck erfüllen soll, sondern auch schmackhaft ist. Die Synthese von Bekömmlichkeit und Wohlgeschmack, das ist es, was dieser Abendkursus vermitteln möchte. Das Essen soll nicht mit Medizin verwechselt werden. Im Gegenteil, es soll die Medizin ersparen. Das Probieren geht über das Studieren. Was die Hausfrauen von fachkundiger Hand geleitet zubereitet haben, siehe da, es schmeckt ausgezeichnet. Bis einschließlich 9. Februar hat jeder Gelegenheit, an einem Diätküchenkursus teilzunehmen. Gesund leben, länger leben. Das geht jeden an.